Max Lemke, Kanu-Rennsport. Der fitteste Sportler ist nicht gleich der beste Kanute, weil ab einem bestimmten Level haben alle dasselbe Fitnesslevel und dann kommt es nur noch auf die mentale Stärke und die Technik an, wie man das Ganze dann im Wettkampf umsetzt. Ich habe mit 11 Jahren ein Freund von mir, mit dem ich Fußball gespielt habe, irgendwie gesagt, ob ich nicht mal Lust habe, Kanu zu machen. Das war damals in Lampertheim. Da gibt es eigentlich auch nur Fußball- und Kanuvereine, also ist die Wahl da auch relativ leicht. Und das war in einem Naturschutzgebiet und irgendwie mit 11, 12 Jahren hat mir das sehr gut gefallen, da irgendwie so allein mit der Natur auf dem Wasser zu sein für sich und irgendwie so das Boot ins Laufen zu bringen, hat mir von Anfang an viel Spaß gemacht und war natürlich auch begünstigt dadurch, dass es eine sehr schöne Umgebung dort war. In allen Nachwuchsaltersklassen auch schon von Anfang an deutscher Meister. Von 14 bis 18, dann die ersten Junioren-Nationalmannschaft, dann U23, dann direkt zu den Herren. Und ich habe dann auch nach Mannheim zu einem Leistungszentrum gewechselt, um das noch professioneller zu betreiben. Und ja, das ist dann irgendwann so passiert, da rutscht man dann irgendwann so rein. Also ich sitze jetzt seit 3 Jahren im 500-Meter-Café, also mit 4 Leuten. Und das ist eigentlich bisher das, was mir so auch am meisten Spaß gemacht hat. Max sitzt hinten, weil wir uns damals dafür entschieden haben, das ist einer der wenigen auf der Welt, der sich hinten noch rotieren kann, da wo wir unsere Energie erholen aus der Rumpfrotation. Das kann er, das können nur ganz wenige, ganz hinten im Kaffee, das so zu leisten und deshalb sitzt er genau da. Wir versuchen ja möglichst viel aus der Rumpfkraft zu machen, nicht wie manche denken aus den Armen, weil das natürlich die größere Muskelgruppe ist. Also versuchen wir möglichst viel von unserer Kraft über die Rumpfrotationen aufs Wasser zu übertragen. Wir haben versucht, jetzt eine Weltmeisterschaft sozusagen zu simulieren, die nicht vorhanden war. Haben uns ja auch Gegner aus Ungarn besorgt, dass wir da auch eine Motivation haben, solche Leistungen zu erbringen, weil jeder weiß, dass man, wenn man nicht dazu gezwungen wird, als Top-Athlet, sage ich mal, nicht über seine Grenzen hinausgehen kann. Da braucht man den direkten Vergleich. Wenn wir eine schnelle 250 fahren, wissen wir ja selber, gibt es niemanden, der uns wegfährt. Ja. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich will schnell noch mal einen raus, ich hab Bock. Also die Ungarn waren, glaube ich, letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft 5. oder 6. Wobei man sagen muss, dass Platz 3 bis 9 da relativ auf einer Linie waren. Wir haben in den letzten Jahren eigentlich uns immer mit Spanien, war immer unser stärkster Konkurrent. Die waren jetzt 3 Jahre in Folge 2. hinter uns und wir hatten immer noch einen ganz guten Vorsprung, unsere beiden Boote, auf das, was dahinter kam. Aber Ungarn ist eine Kanu-Nation. In Ungarn ist Kanu Nationalsport. Die sind total Kanu-verrückt. Und die haben eigentlich immer gute Boote. Also es ist mit auf jeden Fall unsere stärksten Konkurrenten für die Olympischen Spiele nächstes Jahr. Wir haben versucht, gleich vom Start weg möglichst schnell loszukommen, haben dann ein gutes Mittelstück gehabt, wo wir in einen guten Rhythmus gekommen sind und auch ein bisschen Energie für den Endspurt sparen konnten im Vergleich zu den anderen Booten und haben dann 180 Meter vom Ziel nochmal unseren Endspurt angezogen und haben dann da eigentlich, glaube ich, die Meter gemacht, die wir am Ende auch vorne waren. Wir wollten, wie geplant. Ja, also guter Abschluss und können ja jetzt alle in den verdienten Urlaub gehen.